Was hat das Handwerk eigentlich mit unserer Gesundheit zu tun? Jede Menge, denn Gesundheitshandwerker wie Orthopädietechniker und Orthopädie-Schuhmacher haben das Helfen zum Beruf gemacht und bieten Unterstützung bei kleinen und auch großen Einschränkungen. Das Helfen steht im Vordergrund, auch bei der Firma Jäger Orthopädie in Lahnstein. Hier lernen aktuell zwei Azubis das Orthopädie-Schuhmacher-Handwerk. Eine Auszubildende hat sich der Orthopädie-Technik verschrieben. Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Die unterscheiden sich sehr viel mehr, als man das bei dem Namen nur vermutet. Also was ein Orthopädie-Schuhmacher kann, kann ein Orthopädie-Techniker nicht und umgekehrt. Orthopädie-Schuhmacher arbeiten tatsächlich, wie der Name schon sagt, mit Schuhen, sehr viel mit Leder, aber auch eben mit weichen Kunststoffen, fertigen Schuhe, ändern Schuhe ab, fertigen Einlagen. Ein Orthopädie-Techniker stellt Prothesen her, die hauptsächlich aus Metall bestehen, heutzutage aus Carbon. Und er arbeitet sehr viel mit Kunststoffen und mit Chemikalien. Ja, schon zwei sehr unterschiedliche Berufe. Mit dem Holzbein aus Piratenfilmen hat das Ganze allerdings nichts mehr zu tun. Beide Berufe sind traditionelle Gewerke, die sich aber stetig weiterentwickeln und die Vorteile modernster Technik nutzen. Die Digitalisierung hat auch hier Einzug gehalten. Bewegungsanalysen und 3D-Scan von Wirbelsäule und Co. gehören mittlerweile genauso zum Alltag wie der Einsatz von CNC- und 3D-Drucktechnik. Für Azubi Jessica Christ ist die dreijährige Ausbildung zur Orthopädie-Technikerin mehr als nur eine gute Alternative zum Studium. Wenn ich Gesellin bin, kann ich sowohl studieren gehen, also mich spezialisieren im Bereich der Biomechanik. Ich kann meinen Meister machen. Ich könnte aber auch einfach erstmal weiter lernen im Betrieb und dann später selber ausbilden, ob als Lehrer an der Berufsschule oder auch im Betrieb selbst. Ich habe die Möglichkeit, wirklich in jedem Bereich, den ich genannt habe, mich zu spezialisieren und da eben dann auch als Fachkraft aufzutreten. Azubi Tim Bach haben hingegen ganz persönliche Gründe zum Beruf geführt. Ich habe diesen Beruf ausgewählt aus dem Grund, meine Mutter hat kranke Füße. Und ich wollte schon seit klein auf immer ins Handwerk gehen und immer Leuten helfen. Und deswegen habe ich viele Praktika durchgemacht, von Optiker über Hörakustik, kam man hier hin. Habe mich direkt sehr wohl gefühlt, hatte ein super Umfeld, kam super mit den Leuten klar und hatte super Spaß am Beruf. Also am Anfang ist was zu lernen relativ schwer, aber Übung macht den Meister und irgendwann geht es auch einfach gut. Auch das Orthopädie-Schuhmacher-Handwerk ist anspruchsvoll und extrem vielseitig. Ich finde, gerade wenn man sich einen abwechslungsreichen Beruf sucht, in dem man handwerklich arbeiten kann, aber auch noch ein bisschen medizinisches Interesse verbinden kann, dann ist es hier genau richtig. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, sich später weiterzubilden, in welche Richtung man gehen will, ob das jetzt die Biomechanik, Ganganalysen sind, Einlagen, Schuhe, Zehenorthesen. Das Feld ist unendlich breit gestreut und da, wenn man weit gestreutes Interesse hat, dann ist man hier genau richtig. Menschen mit Einschränkungen zu helfen, steht für alle im Vordergrund. Aber auch nachhaltiges Handeln für Mensch und Umwelt ist im Gesundheitshandwerk möglich. Beides ist uns sehr wichtig, sowohl, dass wir die Ressourcen für die Allgemeinheit schonen. Darauf achten wir in unserem Betrieb, indem wir eben wirklich Materialien verwenden, die wir auch guten Gewissens verantworten können. Wir haben gerade ganz frisch eine Photovoltaikanlage auf unser Dach oben gestellt mit 500 Quadratmetern. Und unsere nächste Investition wird auch ein Elektroauto sein, das wir dann mit unserem eigenen Strom auch laden können. Und aber eben auch hier in der Werkstatt für die Menschen, die bei uns arbeiten und die ja mit den Chemikalien und Stäuben auch in Verbindung kommen, in Berührung kommen, sehen wir zu, dass wir das Möglichste tun, um zu sehen, dass niemand bei seiner Arbeit krank wird, dass das Arbeitsumfeld gut ist, dass die Belastungen durch die zunehmende Geschwindigkeit der Digitalisierung auch nicht zu hoch wird. Also, dass wir alle mitnehmen auf unserer Reise in die Zukunft. Der Chef ist auf jeden Fall zufrieden mit der Auswahl seiner Auszubildenden. Und wer sich jetzt für einen der beiden Ausbildungsberufe interessiert, der schaut einfach mal im Internet unter hwk-koblenz.de oder direkt bei den Ausbildungsberatern der Handwerkskammer Koblenz vorbei.